Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Runde for Story. Da steht zu hier, hat er mich angeflüstert? Nee. Dann können wir uns erstmal unsere Nachrichten durchgucken. Natürlich kriegt man hier ein bisschen Money dazu. Das ist doch immer erfreulich. Also Garuma Parks Kristallgut, der hat jetzt nicht so viel gebracht, aber immerhin, Geld ist Geld und Geld regiert die Welt. So heißt es doch so schön. Oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich die Folge jetzt ein bisschen kürzer halten. Halt, hier kann man auch was löschen, dass das nicht wieder so lange ist. Mensch, die stehen hier, aber nee, hat mich keiner angesprochen. Oder habe ich hier irgendwo aus, dass die mich? Nö. Habe ich nicht aus. Na, wer weiß, vielleicht ist noch keine da. Auf jeden Fall versuche ich das heute mal nicht so in Überlänge zu gestalten. Wir haben ja noch ein bisschen. Aber mit dem nächsten kann ich ja dann aufsteigen. Also wenn ich den nächsten Quest sozusagen da abgeschlossen habe. Und dann werde ich mich mal auch auf den Weg zum wieder in die das. Oh, wie heißt das? Was ist das überhaupt für ein Geräusch? Zur Mission machen. Und folgendes: Heute ist ja Freitag und was auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, heute kommt die Folge definitiv nicht ganz so spät hoch, denn die liebe gute Uhrzeit sagt, 15:09 Uhr, also bis 16 Uhr schaffe ich es garantiert nicht, aber na, ich sag mal etwa eine Stunde rendern, ja, eine Stunde rendern für eine Viertelstunde Folge kommt eigentlich hin und dann halt noch hochladen auch nochmal etwa eine Stunde. Also kann man so etwa zwischen 17 und 18 Uhr könnt ihr mit dieser Folge hier rechnen. Klingt zwar jetzt doof, weil ihr seht das jetzt gar nicht, wie ich das hier aufnehme, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Na, was heißt in Ordnung? Naja, irgendwie gerade komisch. Ich denke mal, das kann man verkraften, oder? Ach, das ist immer so doof. Man redet über etwas, aber es ist noch gar nicht, also ihr wisst es noch gar nicht, aber ich muss schon drüber reden. Also man muss über etwas reden, wovon der andere überhaupt noch nichts weiß. Aber er wird es halt. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich meine, natürlich wisst ihr noch davon noch nichts. Aber oh, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall ist das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Naja, okay, auf jeden Fall. Lassen wir das. Ich glaube, hier verhaspe ich mich jetzt irgendwie total komisch und am Ende kommt dann irgendwas Bescheuertes raus und das wollen wir ja auch nicht. Oder? Meine Frage, was würdet ihr eigentlich wieder davon halten? Oder nee, ich mach's einfach. Am Wochenende ist ja wieder XP-Event und da werde ich jetzt am Samstag zwei Folgen machen, aber nicht aufnehmen, sondern für sozusagen für vier Folgen aufnehmen. Das Ganze dann mal wieder etwas beschleunigen. Ich denke mal, da haben wir mal wieder ein XP-Event gut ausgenutzt. Ich denke mal, das werde ich so machen. Und am Sonntag haben wir da, und am Sonntag dann wieder mal ein paar Folgen noch aufnehmen. So, das halt, da müsste ich ja dann im Prinzip für 10 Folgen aufnehmen, dass ich dann 5 Folgen habe. Denn ich habe ja gesagt, ich will, und vor allem, das passt genau, das passt super. Ich habe mir das nämlich gerade im Kalender angeguckt, dass dann im Prinzip am 30. Dezember, ich bin leider immer noch in der Vorbereitung, also ich muss mich echt ranhalten. Bis jetzt habe ich mich immer so ein bisschen davor gedrückt, aber die Zeit, die drängt ja doch ganz schön. Mal gucken.
wenn dann Weihnachten ist und so weiter, dann da muss ich mal gucken, und deswegen muss ich jetzt den Server erstmal auch hinten dran lassen, weil sonst rennt mir die Zeit echt davon für die 500er Folge, die ich ja richtig schön machen will. Also ich hoffe, das Ganze, was ich da vorbereitet habe und die Idee findet ihr toll. Ich habe ja schon mehr oder weniger manchmal ein paar Hinweise gegeben. Vielleicht kann es der ein oder andere sich schon sozusagen erraten, was ich machen will. War, oh ne, einer fehlt noch. So, na gut, drücken wir mal F, mal sehen, wen du da nimmst, wo du da langläufst. Naja, machen wir die einfach mal alle hier, allesamt, wie sie hier so schön in Reihe und Glied stehen. Na, wenn sie jetzt in Reihe und Glied stehen würden, dann wäre es, glaube ich, Edna, was heißt einfach, aber da würde ich mit einem Mal mehr besiegen können. Aber okay. Wir wollen mal nicht meckern, wenn ich dann dran denke am Anfang, wo ich mich dann auch noch rumgestritten habe, zwecks AOE und so weiter. Und jetzt macht es mir das Leben doch einfach. Oh, jetzt könnte ich es mir eigentlich kaum noch vorstellen ohne AOE. Aber naja, manchmal muss man sogar mir die Augen öffnen. Oder nicht nur manchmal. Es ist, glaube ich, bei jedem so. Jeder hat irgendwas, was er nicht sieht oder wo er denkt, das ist doch, das entspricht nicht seinem, wie er ist, und oder aus Stolz macht er das nicht und so weiter. Man muss man, ich glaube, es ist überall so. Und da muss man demjenigen dann erstmal zeigen, dass es so eigentlich, wie er es immer bisher verneint hat, viel besser ist. Und so war es auch bei mir. Einiges mache ich immer noch nicht, ja klar, aber da habe ich halt wirklich festgestellt. Ich habe es ausprobiert und habe gemerkt, ah nee, ist nichts für mich, kann ich nicht. Ist mir zu kompliziert, ist mir zu schwierig, brauche ich zu lange. Und ich bin ja halt wirklich nicht der regelmäßige Zocker, sondern eher der gemütliche Casual-Spieler, der auch manchmal sehr, sehr lange braucht zum Reagieren und gar nicht die taktischen Möglichkeiten alle checkt. Gebe ich offen zu. Ich denke mal, das ist auch kein Geheimnis. Naja, und dementsprechend ja, was auch immer dementsprechend. Naja, ist es bei manchen Sachen halt nicht so schlimm. Aber eine Sache hatte ich auch drunter geschrieben. Hat mir jetzt jemand geschrieben, dass er Doom 3 vermisst. Und ich, wenn ich ehrlich bin, irgendwo auch. Bioshock finde ich für mich natürlich ein total adäquater Ersatz. Ich finde Bioshock einfach so geil für mich. Für mich persönlich. Andere können das ja ganz anders finden. Aber ich bin halt kein Call of Duty und Battlefield Spieler und so. Das ist für mich nichts. Für mich ist Bioshock für mich wirklich der beste Shooter ever. Muss man ganz klar sagen. Für mich. Und ey, es ist so geil. Ich freue mich so auf dieses Projekt. Ich muss da noch ein bisschen feilen an der Kommentatorweise. Das ist klar. Ich glaube, da hat keiner so gleich am Anfang schafft es da perfekt zu sein. Das ist ja wirklich überall. Übung macht den Meister. Also ohne Übung da ist es halt doch ziemlich schlecht. Na, mal gucken, wie jetzt. Ich hab's ja noch nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, irgendwie drücke ich mich heute so ein bisschen davor. Gut, ich kann es auch morgen machen.
Also, mal gucken, wie ich heute Lust und Laune hab. Aber ich werde die Folgen wahrscheinlich dann auch versuchen, ein bisschen länger zu machen, weil das Ding ist ja, muss ja auch irgendwie einen guten Ausstiegspunkt finden. Wenn du nur eine bestimmte Folgen und wie ich nehme ja immer nur eine bestimmte Folgenanteil, und dann muss ich halt einen guten Ausstiegspunkt finden. Und wenn du gerade einen erreicht hast, aber dann siehst, oh, die Folgen wären dann meinetwegen nur 13 Minuten lang, aber da müsstest du ja jetzt wirklich nur für eine Viertelstunde Folge, müsstest du ja noch 10 Minuten so spielen, aber dann weißt du, oh Gott, in 10 Minuten schaffst du es jetzt nicht irgendein Punkt zu finden, wo du jetzt sagst, okay, hier ist eine gute Pause, hier erreichst du eine gute, also hier kannst du gut Pause machen, abbrechen, unterbrechen, damit dann die Leute auch beim nächsten Mal wieder einen Einstieg haben. Das ist ja immer, du musst denen ja auch einen gewissen Einstieg geben oder auch noch mal so eine Art Wiederholung. Gut, hier ist es jetzt nicht unbedingt nötig, aber wo du jetzt wirklich so eine Story hinten dran hast, da ist es halt doch besser, wenn du da eine kurze Wiederholung gibst. Und zumal ich ja wirklich nicht wöchentlich rausbringe, nicht täglich, sondern halt nur von Montag bis Freitag. Also da finde ich, wäre es dann doch ein bisschen angebracht, dann eine kurze Wiederholung. Und da finde ich, mache ich die Folgen manchmal etwas kürzer, wenn ich dann halt den guten Ausstiegspunkt erwischt habe. Und genauso ist es hier. Ich meine, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Obwohl, ein bisschen Zeit kann ich hier noch füllen, indem ich die jetzt hier erwische, sag ich mal so. Haben wir auch noch ein bisschen Zeit gefüllt. Aber wir haben noch gute 3 Minuten. Aber das bringt jetzt in den nächsten 3 Minuten nichts, noch was Neues anzufangen. Das ist so ein bisschen, naja, nicht sehr sinnvoll. Und was kann ich in den 3 Minuten machen? Ich könnte jetzt einmal meine Handschuhe, die kann ich nur mit einem Ding hier, mit einem Reisewerkzeug reparieren. Ja, ich lasse mich halt hier gerade mal ein bisschen massakrieren, aber die sind gleich wieder weg. So, dann gehe ich halt noch den Umhang reparieren. Ich meine, es wird ja jetzt hoffentlich wieder ein bisschen dauern, bis mein Inventory voll ist. Hoffe ich. Mann, wo kommt ihr auf einmal her? Die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, die 3 Kunden hier, sage ich mal so. Und schon wieder weg. So, und dann gehen wir jetzt noch jetzt holen wir uns noch das Siegel und ich glaube, ich hatte jetzt zwei, nee, ein Siegel hatte ich bekommen, aber macht ja nichts, auf jeden Fall. Oh, der nächste 50%, ah, das ist doch ganz gut, dass wir reparieren gehen. Ja, auf jeden Fall, so. Juhu, Level up und jetzt geben wir mal noch die 2 Siegel ab. So, haben wir denn hier? Hier irgendwas erhöhen. Was ist das hier? So, okay, hätten wir das hier auch. Haben wir zwar ein bisschen Geld ausgegeben. Das, was ich sowieso, also für Dinge, die ich sowieso nie nutze. Aber okay. Dann schieß mal noch ab und dann geht's jetzt ab zum Reparieren und haben wir irgendwelche Quests, also Standardquests oder Hauptquests. Schade. Naja, macht nichts. War fast klar. Dann, aber beim nächsten Mal werde ich mich dann halt in die, weil da ist ja morgens dann halt wirklich auch XP-Event und da geht's dann in die Mission Map.
So, dann wird jetzt erstmal die Ausrüstung verbessert und dann werde ich mich mal wieder zum Ausgangspunkt. Oder hat mich jetzt jemand angeflüstert? Nö. Also hier da zum Hauptschloss begeben haben wir eigentlich schon, ne? Ja, wir haben genug Einladungen. Dann einen Blick. Mal absteigen. So. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.